Ich verliere die Orientierung, ne? Was, echt? Da ist das? Ach ja, hier hinten. Boah. Ich habe das gar nicht mehr um Zettel. Was für ein wahnsinns großes Feld gemacht haben. Jetzt bin ich mal gespannt, ob das funktioniert. Also, wir müssen erstmal... Ja, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Landwirtschaftssimulator 22 hier im schönen Niemandsland. Und wir haben Ende Januar und wir hatten beim letzten Mal gesagt, dass wir uns erstmal als allererstes um Milch kümmern müssen, damit wir Milch wegbringen. Das machen wir jetzt auch. Und zwar würde ich sagen, gucken wir erstmal, dass wir hier die Bäckereien zufriedenstellen, oder? Ja. 60.000 Liter, das ist ja schon mal eine Ansage. Die zapfen wir da jetzt komplett raus, verteilen die in die Bäckereien, auch in die große. Und wenn dann noch was überbleiben sollte, geht das in die Molkerei. Ich glaube, da ist nämlich sonst noch einiges drin. Nicht, dass hier Schluss ist, weil der hat nämlich aufgehört. Ne? Ich gucke jetzt nochmal hier. Ja, ja, das sind 60.000 Liter. Da ist Feierabend, Ende aus Mickey Maus. Ja, wollen wir mal gucken. In anderen Videos habe ich jetzt schon gesagt, ich habe mir vorgestern ein paar heftige Schnittwunden an den Fingern zugezogen, der rechten Hand. Und ja, so spielen geht jetzt schon wieder ganz gut. Aber so alles, was mit Lenkrad ist, darunter auch der Landwirtschaftssimulator, könnte noch ein bisschen aua sein. Kann also sein, dass ich dann ein bisschen früher Schluss mache hier, wenn mir das zu dolle aua macht und sich nicht gut anfühlt. So, wo haben wir denn den Anhänger dafür? Da drin, ne? Den Trailer. So, fahren wir los. Schauen wir mal, wie es geht. Ist sowieso so eine Sache. Heute ist Donnerstag, der 15. Und am Samstag, das ist der 17., da ist ja dann schon wieder der nächste ATS-Konvoi geplant. Und da ist ja dann stundenlang Lenkradgedönsel dran. Ich hoffe... Ich bin mal recht optimistisch, dass das funktioniert. Guck mal, das hier geht doch auch einigermaßen. Muss halt ein bisschen aufpassen bei noch. Mich falsch greift dann... Jaul! Naja... Oh, dieses lahmarschige hier. Ist doch da drin. Da, ja, das ist er doch, ne? Ja, 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 das ist er schon. Und dann, wenn wir das mit der Milch fertig haben, mal ein bisschen ranzoomen hier, dann geht es in den Februar. Und ich glaube, dann können wir schon anfangen, endlich mit der Baumwolle raushauen auf dieses Riesen-Mega-Feld, was wir da gebaut hatten, was wir da angelegt haben, dass wir das endlich mal richtig benutzen. Naja, es geht natürlich mit einer Folge pro Woche alles ein bisschen langsamer vonstatten. Das ist ja nicht so schlimm, oder? So, jetzt müsste ich hier... Kann ich hier schon? Oder muss ich da richtig ganz auf den Knöppel fahren hier? Mach mal. Er holt sich die Milch. Ich glaube, 30.000 gehen rein. Das sind dann ziemlich genau zwei Ladungen, ne? Ich habe hier noch mein Käffchen. Ah, so ein Rest noch. In der Mikrowelle warm gemacht. Macht der das auch? 32.000 sogar. Guck an. Ja. Mache ich schon mal, wenn ich noch den Kaffee nicht ausgetrunken habe. Kann ich so rum, ne? Fährt er ja. Jetzt müsste er erstmal hier ran. Dann mache ich den Rest nochmal in der Mikrowelle warm. Manche sagen, ist ja eklig. Ich finde das gar nicht so schlimm. Ist ja schön heiß nochmal. Was ich nicht mag, sind aufgewärmte Kartoffeln. Die finde ich so eklig. Komisch, ne? Die kriegen so einen komischen Beigeschmack. Abartig, echt. So, da dürfte gar nicht so viel reingehen. Siehst du? Aber das ist jetzt milchmäßig auf jeden Fall schon mal voll. Haben wir schon mal eine milchmäßig Rechnung gemacht. Jetzt kann ich doch eigentlich, bevor ich runterfahre, den hier nochmal gleich auffüllen, oder? Da gehen ja nochmal was... fast 4.000 Liter rein. Ja, mach doch. Guck mal. Hier, wenn wir schon mal sowieso noch hier sind, mach gleich nochmal voll. So. Ja, genau, das wollte ich auch gerade sagen. Ihr seid froh, dass ihr wieder ein bisschen Platz habt für eure weiße Pracht, ne? Ist laut, oder? Ich gehe mal ein bisschen weiter weg, dann ist es leiser.
So. Der Winter. Das wird so ein Ding, ey. Dieses Riesenfeld mit Baumwolle und dann die Ernte und dann haben wir Baumwolle und dann mache ich noch mehr Spinnereien. Dann geht es hier richtig zur Sache. So, erstmal hier die kleine Bäckerei. Müssen wir hier so rumdüsen, ohne den Roller umzuditschen. Ich bereue es so sehr, dass ich da den Roller hingestellt habe. Der hat mich schon so oft gestört. Aber naja, das ist nun mal so. So was hat man in der Realität ja auch, dass irgendwas doof im Weg steht. Da kann man ja auch nicht dann die Welt verändern. So, kann ich das jetzt hier so? Geht das? Nee. Das macht er so nicht. Da muss ich wahrscheinlich mit dem Popo da... Jetzt! Sonst wäre ich nochmal ein Stück zurückgesetzt, aber... So, bevor ich jetzt hier was in die Molkerei bringe, kippe ich jetzt erstmal was in die andere Bäckerei. Aber da gucke ich erstmal nochmal, wie das da ist. Weil ich glaube, das ist so ein Fass ohne Boden, dass wir da jetzt nicht viel zu viel reinpacken. Ich gucke auch mal, wie es mit dem Milchbestand in der Molkerei ist, um dann besser entscheiden zu können. Pass auf, ich halte mal hier an und steige mal eben aus. Ich gehe mal eben quatschen mit den Leuten. Die glauben immer, wenn ich da reinkomme, will ich nur eine Tafel Schokolade abstauben. Das stimmt ja auch, aber ich habe manchmal auch noch andere Gründe. Guck mal, fast 60.000 Liter sind hier noch drin. Und was sagt der Balken? Lärm. Guck mal, also ich würde mal sagen, das ist ungefähr ein 100.000er Balken, 60.000 drin. Also Milch muss hier nicht unbedingt rein. Das heißt, wir können das jetzt ruhig, alles, was wir hier haben, da reinpacken. Das war da drüben der. Wo müssen wir denn da hin? Ach da, ja gut, dann fahren wir von hier aus. Machen wir so einen kleinen Bogen. Steht mir da die blöde Palette im Weg. Guck dir das an, ey. Könnten wir sonst auch einfach wegschieben, oder? Ah! Ja, ich dachte jetzt, ich titsch da die Bank an. Kriegen wir's? Ja, siehste wohl. Da haut sich wahrscheinlich alles weg, ne? Ich geh mal aussteigen. Wie sieht's denn aus hier? Zeig mir doch mal deine Balken. Oh! Ah, ich dachte schon. 123.000 Liter. Das ist ja abartig viel, ey. Aber wo kann ich die sonst lagern? Eigentlich nirgendwo, ne? Zucker, Eier, Butter, Erdbeeren. Das sieht richtig heftig aus. Mehl ist nicht mehr so viel. Guck an. Da könnte man eigentlich auch nochmal Mehl hierher bringen, ne? Das ist interessant. Das ist gar nicht so viel. So, was haben wir jetzt? 141.000. Ist ja leer. Ich glaube, ne? Also Milch ist da erstmal genug drin. Mehl könnte man da nochmal wieder ein bisschen was reinbringen demnächst. Ansonsten hat er eigentlich von allem noch genug. Das heißt also, die Milch, die wir jetzt haben... Die packen wir erstmal hier in die Molkerei und den Rest vielleicht. Und dann hier die Bäckereien sind erstmal voll. Ja, das ist gut so. Ich kann ja von den 140.000 Liter Milch, die ich da in der Bäckerei habe, nichts mehr rausholen. Kann ich die eigentlich auch woanders lagern? Kann ich Milch im Silo lagern? Soll ich das mal ausprobieren? Würde das überhaupt gehen? Ich glaube nicht, oder? Ich glaube nicht, aber... Hier im Landwirtschaftssimulator sind ja manchmal Dinge möglich. Da denkt man, hä? So, Saatgut ist Saatgut. Kann ich einstellen, was für ein Saatgut das ist? Das ist ja auch im höchsten Maße unrealistisch. Finde ich aber nicht so dramatisch. Es gibt aber auch Mods, die das realistischer machen. Da brauchst du dann eben, um Gerste zu säen, Gerste-Saatgut. Ich meine, das ist ja eigentlich klar, ne? So, mach erstmal voll. Wie viel sind das noch? Boah, 26.000, so was? 24.000. Ja, 24. Hm. So, jetzt gucke ich mal, wenn ich hier zu dem Silo fahre. Was sagt das Silo dann? So, ha, lad doch ab. Ist doch kein Problem. Wenn ich jetzt sage, mach mal I. Milch wird hier nicht angenommen. Okay, das wollte ich jetzt mal wissen. Hätte mich auch gewundert, wäre ein bisschen eigenartig. Aber Milch kann ich nicht lagern, ne? Ich kann keine Milch lagern. Also irgendwo reintun, wo ich es auch wieder rausholen könnte.
Und wie ist das mit dem Lagerhaus? Sollen wir das einfach mal ganz doof probieren? Ich meine, das ist eigentlich ein Palettenlagerhaus. Eigentlich geht da nur alles, was in Paletten geht, ne? Das kann ja gar nicht. Wie soll ich die denn da rauskriegen? Ne? Aber ich fahre jetzt einfach mal ganz doof hier drauf. Dann weiß ich jetzt 200%ig. So, da kommt keine Anzeige. Ich drücke einfach mal I und er sagt, nein. Du spinnst wohl. Wenn, dann bring die so auf Paletten in 1 Liter Tetrapacks. Ultra hoch erhitzt und homogenisiert, sprich Haarmilch. Dann können wir uns über eine Lagerung unterhalten. Aber so, geh mir weg mit dein Zeug. Ja, ich bin ja schon am Weg. Gut, dann packen wir das jetzt alles in die Molkerei. Und sollte die voll sein, den Rest in die andere Bäckerei. Und dann sind wir das erstmal wieder los. Und dann machen wir ja hier neue Milch. Ich glaube, wir haben so schnell keine Milchknappheit. Das ist alles in Ordnung. Müsste man mal gucken, mal eine Frage an euch. Gibt es eine Möglichkeit, sich irgendwelche Milchlagertanks aufzustellen oder sowas? Gibt's das? Ich habe mir da, glaube ich, noch gar keine Gedanken drüber gemacht. Ein Milchsilo oder so. So, also erstmal in die Molkerei. Ich denke mal, jetzt sind hier 24.000 Liter. Kriegen wir ganz rein, oder? Boah. So. Einmal hier rum. Rum, rum, rum. Zack. Rein mit die Milch. Rein mit die Milch. Was ist eigentlich mit dem anderen Zeug? Da habe ich gerade gar nicht so drauf geachtet. Was ist eigentlich hier mit Zucker und so? Haben wir da noch genug von? Jetzt kommt es schon wieder an, nur weil sie gerade keine Tafel Schokolade gekriegt hat. Ja, so ist das. Oh, jetzt komme ich da nicht ran, ey. Das ist ein bisschen eng hier, ne? Ich komme... Oh. Jetzt. Ah. Irgendwie ist das ein bisschen knappig da. So, Zucker ist da viel drin. Butter machen wir, Käse mal Schokolade. Ist ja nur Zucker und Milch, die hier reinkommt, ne? Ja, mit dem Zucker machen wir dann... Den Käse brauchen wir auch nur Milch für. Ah, dann brauchen wir die Butter für. Ah, Schokolade auch. Nee, das ist ja Zucker. Für Käse brauchen wir Zucker? Da muss ich ja auch nicht da gucken. Sondern hier. Also manchmal... So. Milch, 3 Milch gibt 2 Käse, 15 Milch gibt 13, was ist das, Butter und Schokolade, da brauchen wir den Zucker für, so war es. Ein Milch, ein Zucker ergibt einmal Schokolade. Ah ja. Ja, Butter ist schon bald wieder einer voll. Na gut. So, jetzt gib mir mal meine Tafel Schokolade, sonst komme ich gleich wieder. Haben sie gemacht, damit sie mich los sind. Hier hast du eine. Damit du noch fetter wirst. Ja, danke. Ich kann dich auch nicht leiden. Wenn ich dich nicht leiden könnte, würde ich dir 5 Tafeln geben. Ja, so kann man das auch sehen. Ja. So. So, jetzt ist die Milch abgearbeitet. Wir gehen jetzt in den Februar und kümmern uns um die Baumwolle. Dieses Riesenfeld bestellen. Oh, weia. Mal gut, das wird natürlich zum Teil... Oh, ich habe den Whisky überfahren. Das wird natürlich im Höchstmaß automatisiert. Müssen wir erstmal wieder einparken. Ja, das ist immer so... Oh, vor allem, wenn man sich selbst im Weg steht. So... Aber es geht gut mit dem Lenkrad. Ich denke mal, der letzte Rest hier, wenn jetzt nicht irgendwas schlechter wird, dann kann ich am Samstag gut den Konvoi im ATS fahren mit den Leuten. Ja, das wird schon. Ja, nicht nur Lampe anmachen, auch fahren. Jetzt 2-mal Rückwärtsgang reinhauen. Ja, von mir aus. Hauptsache, du machst das nicht wieder gegen den Poller. Das ist all. Jetzt rum.
Aber sobald ich ein bisschen zum Gas gehe, bleibt der stehen, die Lampe geht aus, das ist nervig. Gut, dass das im ATS und ETS deutlich besser ist. So ist gut. Lass ich gleich mal so stehen hier. So. Feierabend, wie das duftet. Und wir haben 10:45 und schon Feierabend. Da bin ich in der Realität noch gar nicht auf. Da bin ich gerade beim Wachwerden am dran am Sein. Am Wachwerden am dran am Sein. Ja. So, Schloffer. Februar. Oh, wenn das Schnee gibt, weiß ich gar nicht, ob ich das machen kann. Hoffentlich kein Schnee. Ha? Ha, es schneit. Boah, ist ja noch dunkel. Ich mach mal die Zeit ein bisschen schneller. Machen wir mal 10-fach. Ich hoffe nicht, dass jetzt Schnee kommt. Richtig. Oh nein! Kann ich denn Baum... Ist doch eigentlich... Ich habe mich doch nicht vertan. Baumwolle ist dran, oder? So, wir haben... Ja, guck. Baumwolle. Wird heute rausgehauen. Da beißt die Maus keinen Faden ab. Und wenn ich das im Schnee machen muss, dann sehe ich gar nicht, wo das Feld anfängt. Ach, das ist doch Kacka, ey. Mache ich denn da jetzt bloß? Muss das Wetter jetzt so oll sein? Ich will jetzt keinen Schnee. Womit geht das eigentlich? Überlegen. Hiermit, ne? Hiermit geht Baumwolle, ne? Ich habe 2 so eine Legemaschinen, richtig? Lass mich doch mal in die Halle gucken. Also, wir haben ja hier... Da gucke ich ja hier. Meine Werkstatt. Hier, meine Garage. So, da habe ich auch meine Maschinen. Das sind die. Einzelkorn-Sätechnik. Ja, da habe ich die beiden. Das sind beides die gleichen. So. Und die können... Hier, Baumwolle. Alles gut. 100 PS, 74 kW. Da können wir den kleinsten Trecker dran packen. Wir nehmen beide, ne? Da kann ich doch auch, glaube ich... Könnt ihr mal sehen, ich habe das wieder vorgesehen. Ja, da kann ich doch auch hier Mineraldünger reintun. Da ist sogar noch was drin. Ja, pass auf, sonst stellen wir die erstmal parat. Das hat aufgehört zu... Ne, hat nicht, das sah nur so aus. Welche Trecker nehme ich denn da? Also, ich könnte hier den blauen einmal nehmen. Wie viel PS hat der? Steht da drauf? Sollte. 145, das reicht doch, ne? Nehmen wir den blauen. Und welchen habe ich noch? Habe ich hinten noch einen stehen? Kann ich ja eigentlich zwischendurch, ja. Und da den grünen. Das sind nicht die dicksten, schwersten. Die reichen ja auch dafür. So. Schmeiß mal ab hinten. So. Was ist da eigentlich drin? Mineraldünger? Warte, lass mich mal eben was gucken hier. Und was ist hier? Da ist Saatgut drin und hier ist... Das ist doch Kalk, ne? Dann sollten wir vielleicht lieber erstmal rauspacken. Kann ich das nicht sehen? Weil da brauche ich doch gleich was von. Also einfach wieder zurück. Pack den nochmal an. So. Ah. Da ist nichts drin. Der ist leer. Ja, gut. Ah ja, der ist leer. Wo hab ich denn Mineraldünger? Den, ach, den hab ich. Ich brauche ja welchen, ne? Pass mal auf, komm. Ja, nur fahr. Dann holen wir erstmal was. Mineraldünger habe ich ja, glaube ich, auch in meinem Silo. Oder war das Saatgut, was ich da reingepackt habe? Da war doch auch Mineraldünger drin. Aber ich hole den lieber aus meiner Fabrik, weil da haben wir ja immer so ein bisschen Überschuss. Nicht selbst in die Karre fahren, das wäre richtig dumm. Ich schaffe sowas, also ist das nicht. Lass mal gucken. Wenn ich jetzt hier Mineraldünger rausholen wollte, um einen ganz falschen... ja, ist egal. Gucken wir mal. Geht nicht? Mach auf.
Geht jetzt? Ja. Kalkkanner. Mineraldünger. 113.000. Das wusste ich doch. Ich hatte doch eine Menge davon reingepackt. Pass auf, mach zu. Wir holen den aber trotzdem aus der Fabrik, weil der ja da immer überläuft. Und dann machen wir uns Mineraldüngerpaletten, damit wir das ordentlich da in die Maschinen packen können. Die Paletten packe ich mir dann aber auch am besten irgendwo hin, wo das besser ist. Wo ist denn, mal gucken, das Feld da, ne? Das ist, man kann, ja gut, hier kann man das so ein bisschen sehen, wie das Feld verläuft, aber unter der Schneedecke ist das total doof. Ach ey, das finde ich jetzt richtig blöd. Ich möchte aber die ganze Baumwolle heute fix und fertig machen. Damit wir das auch, wenn diese Erntezeit kommt, an dem ersten Tag des ersten Monats, ne, wisst ihr ja, wie ich meine, auch erntereif ist alles. Und dann kommt hier so ein... Erstens kommt es anders. Und zweitens, als man will. Und drittens, als man denkt. So. Pass auf. Da ist doch mit Sicherheit... Jetzt wäre ich fast dagegen geditschelt. Hier, das geht doch, ne? Kalk. Mineraldünger. Boah, deswegen. Mach mal voll. Die Firma dankt. Oh Mann, ey. Man sieht die Felder gar nicht. Das ist mal richtig kacke. Wenn ich jetzt auf den Schnee Flüssigdünger sprühen würde, könnte ich damit die Ränder sichtbar machen? Ach, guck mal, hier ist schon Stoff angekommen, siehst du? Diese, da ist schon Stoff angekommen. Nee, also, muss sagen, ich habe keine Probleme hier bis jetzt, trotz Lenkrad. Geht! Die Heilung schreitet voran, ich bin sehr froh. Obwohl immer noch an manchen Dingen ich so drankomme. So, oh, jaul. Ich glaube, so tief habe ich mir noch nie keine Schnittwunde zugezogen. Ich glaube, das ist die tiefste. Boah. Ja. Schnee, geh weg. Hau ab. Ich brauche dir nicht. So, und jetzt packen wir uns irgendwo... Schön. Ah, nee, ich wollte das doch machen, wo ich das brauche. Oh, warum fahre ich denn hier hinten durch die Gegend? Aber ich habe jetzt auch nicht so richtig den Überblick, weil ich nichts sehen kann, wo ich da jetzt am besten uns das Zeug hinpacke, ne? Lass mal kurz auf die Map gucken. Wie war das da unten? Kann ich das so ein bisschen sehen? Lass mich das mal richtig machen. Wie kann ich das besser machen? Lass mich mal auf die große Map gucken. Da. Wo packe ich das am besten? Ich glaube, hier die Ecke wäre gut, ne? Wenn ich hier das Zeug hinpacke, dann kann man da nachher... Ja, oder hier an eine Straße. Hier ist doch die Straße, oder? Wieso sehe ich den nicht? Hier ist doch die Straße. Die sieht man gar nicht. Nur die Straße, die schon vorher da war. Hier eine Straße vielleicht? Fahren wir mal hin. Kann ich auf die kleine Map da unten gucken? Hier ist das Feld zu Ende. Hier fängt das große Feld an. Ja gut, hier kann man das sehen. Man sieht das. Das Feld ist ganz weiß. Und da, wo kein Feld ist, da sieht man das Gras durchkommen. Also so sieht, geht das schon. So, wenn ich jetzt da weiterfahre, dann sehe ich, ja sicher, da ist die Straße. Das müsste eigentlich gehen, ne? Pass mal auf, dann stelle ich. Da kommt ja dann aber auch schon unsere Wiese, die ich ja auch irgendwann hole. Wenn ich das jetzt hier abstelle, guck mal, das geht doch, oder? Stellt jetzt ja eine Seite links und rechts, ne? Lad mal ab. Guck. Ne? Das ist doch gut. Dann habe ich nämlich jede Menge Dünger. Ich weiß jetzt nicht, ich glaube, das ist sehr sparsam, der Dünger, den ich da gleich mitmache. Aber so, am besten auch Saatgut dahinstellen. Saatgut kann ich hier aber nicht reinladen, ne? Oder, warte mal, Idee, warte mal. Wenn ich jetzt hier Saatgut reinladen kann, was aber, glaube ich, nicht geht, dann könnte ich das auch palettenmäßig abladen. Aber ich glaube, das geht hier nicht rein.
Ich glaube, der kann nur Mineraldünger und Kalk. Aber Versuch, ne? Macht klug mit CH. Mineraldünger, Kalk, Mineraldünger, Kalk, Mineraldünger, Kalk. So oft ich das auch drücke, es geht nicht. Ja gut, war ein Versuch. Das war mal so eine... Ja. Geht so nicht. Ist ja nicht so schlimm. Tja. Jetzt kommt Sonne, aber wann geht der Schnee weg? Aber ich fange an. Ich fange auch bei Schneewetter an. Es sei denn, der sagt, du kannst bei Schnee aber nichts sehen. Ich will aber. Würde das gehen, real? Müssen die Bauern da auch warten? Wir könnten jetzt eigentlich die Baumwolle setzen, aber bei Schnee geht das nicht. Oder man müsste eben irgendwelche Vorarbeiten machen, den Schnee irgendwie... Ja, ich meine, könnte man einfach Gülle drüber sprühen, aber das würden die nicht machen, ne? Dann wird der Schnee schon sich verdünnisieren. Oder sowas. Je nach Wetter, ne? Wenn natürlich da Minustemperaturen sind, dann kannst du dann Schlittschuh fahren. Auf der Gülle. Ach, Kopfkino aus. So, stell ab das Ding. Gut. Böp. Dann nehmen wir jetzt mal das erste Maschinenkönnen. Hier haben wir noch ein bisschen Saatgut. Ich kann aber auch Saatgut unten an der Fabrik auffüllen, ne? Ich glaube, das mache ich auch. Guck mal, richtig schön weiß die Reifen. Gut gemacht ist das ja alles hier, also... Das ist schon schick. So, komm mal her, du Maschinchen, du. Hä? Die Parallaxe haben mich mal wieder ein bisschen verarscht. Ja, ich glaube, so passt das. So, wir haben Saatgut 55% und Mais. Ne, wir haben Mineraldünger 55% und 61% haben wir an Saatgut. Alles steht auf Mais. Das machen wir jetzt auf Baumwolle. So. Und dann holen wir uns das andere Saatgut, Eisenhart aus der Fabrik. Da ist Baumwollsaatgut drin in der Fabrik. Das weiß die Fabrik nur nicht. Was ein Genuschel. Hier und da und hin und her fahren. Und hopp, vorbereitet. Ich bin an die Taste gekommen. Ich wollte gar keine Innensicht machen. Sorry, Moni. Ich bin nur hier an den Taster gekommen mit meinem dicken Daumen. Mit meinen angeschnittenen Daumen. Ja. So. Das ging doch wohl, ne? Dass ich hier Mineraldünger aufladen kann und Saatgut. Was mache ich denn hier? Hallo? Winterzeit, alles sieht anders aus. Ich muss doch hier hin. So. Gucken wir mal, ob ich das wirklich beides getrennt und so. Muss ich erstmal aufmachen, ne? So, und jetzt? Nee. Was hat er jetzt reingetan? Mineraldünger. Und was ist mit Saatgut? Stückchen Vorfahren? Das macht er nicht. Und wenn ich das zumache, geht das dann? Nee, das geht nicht. Ja gut. Ach, der hat nur den Mineraldünger. Wie komme ich denn jetzt an das Saatgut? Muss ich das echt hier rausholen und dann in Paletten umwandeln? Es sieht ganz so aus. Das ist blöd. Jetzt haben wir den Mineraldünger dahingestellt. Dabei können wir den da ganz gut holen, aber das Saatgut eben nicht. Ich mach den aber erst voll. Der tut mich traurig, aber was Mut, das Mut. Boah, ich kann gar nicht hier. Da ist die Bäckerei. Wir müssen jetzt hinter der Bäckerei abbiegen. Winter im Februar. Und die Sonne scheint. Jetzt kann eigentlich der Schnee abhauen, oder? Guck mal, wenn die Sonne so scheint.
Kann man eigentlich hier mal den Wetterbericht gucken, was wir für eine Temperatur haben? Wenn der sagt, wir haben plus 3 Grad, dann bestehe ich darauf, dass der Schnee sofort verschwindet, weil das wäre sonst ja doof. Wir wollen da wohl die Naturgesetze einhalten, oder? Bei unserem Druck auf diesem Planeten ist bei 0 Grad Schluss mit Schnee. Na? Bei mehr als 0 Grad. Wir sind ja nicht in den Bergen hier. So. Hier ist ja noch ein bisschen Saatgut. Sonst müssen wir das da rausholen. Und in Form von Paletskis. Ist komisch, ne? Ja. Aua, Finger. Oh, ist ja angestipst. Ah. So. Ja, dann, ich würde sagen, fangen wir an, aber wo? Wo? Hier, ne? Fange ich an, würde ich sagen. Und den anderen setzen wir dann hier an. Ja, 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 ja. Dann also darum. Guck mal hier, es hat einer Schnee geschippt. Nee, was ist das? Ach, da? Ich habe hier, ich verliere die Orientierung, ne? Was, echt? Da ist das? Ach ja, hier hinten. Boah, ich habe das gar nicht mehr um Zettel. Was für ein wahnsinns großes Feld gemacht haben. Jetzt bin ich mal gespannt, ob das funktioniert. Also, wir müssen erstmal runterpacken, ne? Saat ist richtig gelegt. Sämaschine anschalten. Abdeckung öffnen. Heben. Spurreißer brauchen wir nicht. Und das mit dem Düngen geht von selbst, ne? Gut. Einschalten. Macht ihr den Schnee weg? Helfer. Ja, es wird weniger. Jetzt lass mich mal auf die Map gucken. Da macht er das weiß. Und weiß ist Baumwolle, ne? Ja, ja. Doch, das funktioniert. Das juckt dir nicht, dass das Schnee liegt. Jetzt gucken wir aber noch, ob der hinten auch sauber umdreht. Im Februar. Was hast du? Sag mal, hast aber fett die Heizung aufgedreht, wa? Wir haben Februar und es liegt Schnee und du sitzt da im Hemdchen. Schmerzfrei. Ich glaube, das ist ja Chuck Norris persönlich. Naja. Ja, komm, jetzt warten wir mal eben ab, ob da hinten sauber umdreht, wie das so läuft. Komisch, hier auf der kleinen Map links unten sehe ich aber den weißen Streifen noch nicht. Weil das hier einfach nicht dargestellt wird auf der Map, oder? Ja. Wird sich zeigen. Boah, der hat ja schon 20% von dem Saatgut raus. Da müssen wir echt mal gucken, dass wir viel Saatgut holen und den Paletten hier an den Rändern von dem Feld stehen, dass wir nicht immer so viel fahren müssen, um nachzutanken. Klar, könnte ich natürlich auch einstellen, automatisches Nachkaufen, aber das ist ja Quatsch. Das machen wir nicht. Das machen wir jetzt schon wenigstens so ein bisschen realistisch, ne? Gut, man könnte dann auch sagen, okay, dann müssen eben die Helfer gedacht, damit zum Laden fahren und da eben Saatgut kaufen. Aber ich brauche das nicht kaufen, ich habe da selbst welches, ne? Das macht er gut. Gut, dann nehmen wir jetzt den anderen Trecker. Welchen hat gesagt? Genau den. Ja. So. Den kriegen wir da auch noch anlaufen, oder? Heute? Ich denke. Mm-hmm.
Ah, Parallaxe. Verarscht mich nicht. Ja, so klappt das. Zack, wie sieht's hier aus? Moment, bloß nicht vergessen. Baumwolle. Dass wir das nicht falsch haben, weil das wäre ärgerlich. So. Also, erstmal das Saatgut, das haben wir hier. Ich hoffe, das reicht noch. Dass wir den nochmal voll kriegen hier erstmal. Und dann müssen wir Saatgut vorhalten. Voll. Gut. Ja. Fahren wir hier oben rum auch. Und dann mal gucken, wo wir denn da hinfahren. Also erstmal da dran vorbei. Erstmal auch zu dem Dünger. Megafeld. Er macht aber keine Spuren hier in dem Schnee, ne? Das fehlte noch, dass er so Spuren in den Schnee macht. Macht er nicht. Es ist schon mittags. Das hat keinen Zweck. Ich will ja das alles heute machen. Ich mach mal die Zeit langsamer. Machen wir ruhig auf 1. Weil das will ich ja heute alles am 1. Februar fertig kriegen. So, das können wir ruhig von hier nehmen, damit wir anfangen können. Bremsen. Eieieiei. Zack. Fahren wir weiter. Schön die Straße blockieren. So, jetzt gucke ich mal auf die Karte. Da, wir sind jetzt hier, ja, wir fangen jetzt hier an. Ah, siehst du, der zieht sauber seine Runde, der ist ja bald schon leer, ne? Jetzt mal gucken, dass wir da den Anfang auch richtig finden. Doch, das kann man sehen. Außer da, wo ich gemäht habe. Das kann man nicht so gut sehen. Ist das echt hier? Hier ist doch nicht, oder? Hier? Oh, das ist gar nicht richtig zu sehen, weil das Gras kurz ist. Oh je. Ich glaube, so geht das. Pass mal auf, ich mache den runter. Ich schalte den ein. Und der macht ja sowieso erst dann, wenn er umfällt ist, ne? Oder? Helfer an. Lass mal auf die Map gucken. Ja, guck, das sieht doch gut aus. Stört der Trecker da oder ist das Symbol so groß? Nee, der stört nicht, ne, oder? Ja, werden wir gleich sehen. Gucken wir uns das einen Moment an. Es geht los. Projekt Megabaumwolle geht los. Ja. Ja, ist schon ein ganzes Stück bis da hinten hin. Aber das will ich jetzt noch sehen. Und wir sind doch ganz am Rand, oder? Ja. Das sieht gut aus. Ich glaube, da hinten, der ist schon bald leer. Naja. Da passiert gar nichts. Da weht der Ast rein vorbei. Ist jede Menge Platz. Die Symbole sind auf der Map halt so groß. Ja, aber wir sehen, hier ist er so ein bisschen am Rand gekommen. Macht nichts. Das macht nichts. Hauptsache, der dreht ordentlich um. Das gucken wir uns aber noch an hier, ob der ordentlich umdreht. Das dürfte dann ja auch schon ein bisschen gedüngt sein. Gedüngelüngt. So, jetzt drehst du ordentlich um, oder? Bitte. Du bist wenigstens ordentlich angezogen und nicht so im
Leibchen. Wie der andere Vogel da hinten. Wer bist denn du? Aha. Ja, das sieht schon besser aus. Aber einen hässlichen Bart hast du. Wie aufgemalt. Na gut. Läuft. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir ein Like da, schreibt Kommentare. Seid beim nächsten Mal dabei, dann machen wir hier weiter. Das wird uns noch eine Weile beschäftigen, bis wir hier die Baumwolle aufgebracht haben. Bis dann, bye bye und tschüssi. A wise man once said, to forget how to dig the soil, tend the earth, is to forget ourselves. Maybe some have, but a few of us still know. You gotta be willing to put in the time, make the sacrifices, and the hard choices. The job's got its perks, don't get me wrong. The sweet smell of the morning dew, the way the warm sun and the cool breeze.